Ich habe hiermit ein internes Papier aus dem Innenministerium. Ein internes Papier, wo intern die Frage gestellt wird, ich darf zitieren: Wiederholt wurde vor Abschiebungen der geforderte PCR-Test verweigert und damit die Abschiebung verhindert. Wie wird in Zukunft damit umgegangen? Hat das Auswirkungen auf den Haftvollzug? Wir sprechen hier, sehr geehrte Damen und Herren, von Schubhäftlingen, die bereits in Schubhaft sitzen, damit diese außer Landes gebracht werden sollen. Und die Regelung, die daraufhin der Innenminister und das Innenministerium ausgibt, lautet wie folgt: Die Durchführung eines solchen Tests stellt einen Eingriff in die körperliche Integrität im Sinne des Artikel 8 EMRK dar. Für den Zweck einer Abschiebung ergibt sich weder aus dem Epidemiegesetz noch aus dem Covid-19-Maßnahmengesetz eine gesetzliche Grundlage, welche den Betroffenen eine Mitwirkung an bzw. eine Duldung der Testung auferlegt. Mangels gesetzlicher Grundlage kommt auch ein Titelbescheid und eine Vollstreckungsverfügung nicht in Betracht. Das heißt, zum Zweck einer Abschiebung können die Tests nicht erzwungen werden. Wenn ein solcher Testvoraussetzung für die Abschiebung in einen Drittstaat ist, so ist danach zu trachten, dass sich die Schubhäftlinge diesem freiwillig unterziehen. Sollten sie sich weigern, können sie an dem geplanten Flug eben nicht teilnehmen. Das BFA prüft dann, ob eine Anhaltung in Schubhaft oder die Verhängung des gelinderen Mittels möglich ist. Ergibt die Sachlage, dass weder Schubhaft noch gelinderes Mittel anwendbar sind, so ist die Person in Freiheit zu entlassen. Sehr geehrte Damen und Herren, auf gut Deutsch heißt das, dass das Innenministerium während Corona eine Möglichkeit geboten hat, straffälligen Schubhäftlingen, die sich in Haft befinden, einen Freifahrtschein und einen Persilschein auszustellen, damit sie in Freiheit entlassen werden, dort weiter straffällig sind und dann oft auch etwas Schlimmeres passiert.